ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Projekt. Es geht los mit Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Ich kenne das Testament des Sherlock Holmes, das habe ich tatsächlich gespielt. Dieses hier kenne ich jetzt noch nicht, das heißt, ich starte da blind hinein in dieses Spiel. Ich habe das Spiel übrigens geschenkt bekommen von Hans Wurst, dafür ein ganz liebes Dankeschön. Jetzt, wo The Longest Journey vorbei ist, geht's dann los mit Sherlock Holmes. Ne? Ein Adventure muss sein und ich fange einfach mal ein neues Spiel an. Ich bin schon sehr gespannt, was mich erwartet. In Gedenken an die himmlischen 100 der Ukraine. Frogwork Games presents Crimes and Punishment Sherlock Holmes starring Sherlock Holmes, Dr. John Watson, Inspector G. Lestrade, Miss Hudson, Mycroft Holmes, Wiggins and the BSI. Also der Vorspann sieht ja auf alle Fälle schon mal ein bisschen moderner aus wie das vom Testament des Sherlock Holmes. Ne? Ich freue mich sehr, das Spiel hat ja durchgängig einfach auch gute Bewertungen gekriegt. Und ich habe das, als das rauskam, nicht gespielt, weil es da halt jeder gespielt hat. Ich habe gedacht, ich warte damit ein bisschen. Und ja, jetzt ist endlich Zeit, ne? Das dann doch mal zu spielen. Ich freue mich einfach sehr. Der schwarze Peter. Deduktionssymbol zeigt an, dass sie genügend Hinweise gefunden haben. Okay, naja, ich bin ja mal gespannt. Die Rätsel in dem das Testament des Sherlock Holmes, ach, ich kann auf Fortfahren drücken, ne? Die waren ja teilweise schon ein bisschen verquer und ohne Beschreibung. Holmes, was machen Sie da? Sind Sie bescheuert? Ich bin Watson. Übrigens sehr schön, was mir gleich Sofa in Deckung gehen. Ach, das ist... Ah, das ist neu. Das ist, gut, ich gehe da mal in Deckung. Es ist sehr cool. Es ist genau... Holmes, will you stop that? Genau. Will you stop that, please? Mr. Holmes. Es ist genau dasselbe Haus mit derselben Tapete und demselben Teppich wie auch in dem anderen Part. Das finde ich ja ganz großartig. Ja, aber wo soll ich jetzt hin? Zum Tisch. You are utterly mad. Und rüber. Ja, er ist einfach total verrückt. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no.
In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Merry Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Also, ich muss ja erstmal sagen, ich habe ja der das Testament des Sherlock Holmes war mit deutscher Sprachausgabe. Das hier ist jetzt ja, das gibt's nicht mit deutscher Sprachausgabe. Das Crimes and Punishment gibt's nur mit englischer Sprachausgabe. Und ich finde das ganz großartig, weil das einfach englische Dialekt oder wie man das nennen möchte, ja, das passt einfach so ganz, ganz großartig. Mag ich sehr. Das finde ich sehr schön. Ja, die Grafik finde ich auch, sieht ausgesprochen hübsch aus. Man sieht, es ist wirklich etwas aufpoliert und schöner. Der Lichteinfall ist ganz cool. Und ja, also das gefällt mir. Auch das Overlay sieht echt ganz modern und gut aus. Ich bin sehr gespannt. Öffnen Sie mit Tab Ihr Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgaben, Beweise und so weiter. Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort in Woodman's Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade an Woodman's Lee. Das werde ich tun. Ach, und da steht dann, Inspektor Lestrade stattet der Baker Street einen Besuch ab. Dabei erzählt er Holmes von einem grotesken Mord, dem ein ehemaliger Kapitän, Schwarzer Peter genannt, zum Opfer gefallen ist. So, was habe ich hier denn? Guck mal, das bewegt sich so ein bisschen hier. Ah ja, das ist meine... da muss ich hin. Das ist meine Karte. Beweise. Okay, das Profil des Opfers. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern, setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. Dokumente habe ich noch keine. Ah, die Dialoge kann man auch wieder nachlesen. Das konnte man auch in dem anderen schon. Das finde ich ganz cool. Souvenirs, Echoes und Charakter. Portraits. So. Ja, dann auf geht's. Guck mal, da steht leckeres Weißbrot und eine Zeitung. Ich möchte mich jetzt hier erstmal umgucken. Das Teleskop untersuchen. Ja, untersuch mal. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Na, guck mal an, wer da ist. Wohnt die jetzt hier bei mir gegenüber? Die hat doch sonst schon ein bisschen... Die hat ja nicht gegenüber bei mir gewohnt. Das ist doch die Puffmutti. Ja, faszinierend. Und die kann ich jetzt hier sehen von meinem Fenster aus. Hallo, Watson. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. I made no mess. Ich habe auf Vasen gezielt. Das war sehr wichtig. So, was habe ich hier denn? Gut, dann schaue ich mal weiter. Hi, Miss Watson. Ach, mit Miss Watson. Miss Hudson, oh, ich bin doch what schon... a mess. What a terrible mess. Och, nicht so aufregen. Sie brauchen das nicht sauber machen. Ich verstehe, das habe ich noch nie verstanden, warum die bei Holmes eigentlich immer so aufräumen. Ja, da ist auch eine kaputte Vase. Ich sehe schon. Ja, da die beiden hat er anscheinend verfehlt. Gut, ich weiß, ich schaue jetzt hier mal ins Zimmer hinein. Das ist meins, in dem anderen Zimmer ist Watsons Zimmer. So. Tür ist zu. Was habe ich hier noch? Da steht Tee. Ich habe übrigens mir extra jetzt auch zum Spielen von Sherlock Holmes eine Tasse schwarzen Tee gemacht. Ich mag ja schwarzen Tee. Ich komme ja gebürtig aus Norddeutschland. Da wird auch relativ viel Tee getrunken. Und ja, ich hatte jetzt Lust. Ich habe gedacht, jetzt mache ich mir einen Tee. Für Holmes. Tea time. So it is. Okay. Nee, einen Morgenmantel möchte ich nicht anziehen. Das ist... Seemann. Aufgeknöpft. Ach, kann ich das aussuchen, was ich... Das ist ja cool. Das finde ich ja cool. Aber ich habe noch nicht alles freigeschaltet. Ne, guck mal, hier ist ein brauner Anzug, ein grüner Anzug. Ein grauer. Na, der ist vielleicht ein bisschen zu schick, oder? Ein heller. Den finde ich ganz gut. Dann möchte ich noch zum Schminktisch gehen. Haare und Kopf. Oh Gott, wie geil ist das denn?
Oh Gott. Ja, das ist doch... Kann ich ja eine Brille aufsetzen? Guck mal. Schön. Ach so, ja, ich lasse das mal noch weg. Ach, das ist alles noch... Guck mal, das ist gar nicht freigeschaltet. Nur das ist freigeschaltet. Ach, schade. Ja, nee, dann brauche ich das vielleicht noch nicht. Und Bart wahrscheinlich auch noch nichts frei, ne? Das ist... Muss ich mich bestimmt nachher im Laufe des Spiels verkleiden. Wie cool. Cool, cool. Okay, dann kann ich da raus. Ich bin ja jetzt angezogen. Siehst du, ich sehe gar nicht so übel aus mit meinem Anzug, finde ich. Mein Bett hätte ich ja mal noch machen können, aber das geht leider nicht. Das Feuerchen kann anbleiben, scheint ein bisschen kühler zu sein. Dann bleibt das Feuerchen lieber an. So. Ich gehe dann mal. Viel Spaß beim Aufräumen, ihr Hübschen. Oh, ich habe noch Post gekriegt. This is where I keep my post. Ja, kann ich die nicht an lesen oder so? This is where I keep my post. Zeitung? My archive. I can always consult with it if needed. If needed. Ja, wenn du da noch durchsiehst, ne, Forschungsberichte. My archive. Ach ja. I can always consult with it if needed. Ja, aber ich glaube ja, Holmes, es tut mir sehr leid, so chaotisch wie das da aussieht. Oh, kann ich hier meine Jacke noch anziehen? Nee. Findet man da nichts wieder in deinem Archiv? Suchen Sie einen Anzug und treffen Sie... Das habe ich doch gemacht jetzt, oder nicht? Oder bin ich jetzt hier irgendwie... Doch, ich habe doch einen Anzug. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank und treffen Sie Lestrade. Ach so, ich habe Lestrade noch nicht getroffen. Vielleicht deswegen. Ach, das ist cool. Diese... Also... Wenn du so genau hinguckst, je nachdem, wie groß du das Fenster jetzt auf YouTube hast natürlich, ne? Aber finde ich sehr cool, diese Bartstoppeln sieht man einfach ganz extrem. Man sieht die Poren oben an der Stirn, diese Denkerfalte finde ich ist auch ganz, ganz großartig. Und wenn er gleich raucht, muss man gucken, wenn er an seiner Pfeife zieht, pass mal auf, der Qualm. Sowohl auf der Pfeife als auch aus seinem, also ganz, ganz toll. Über sowas kann ich mich echt freuen, das finde ich einfach super. Das sind so diese Kleinigkeiten, ne? Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Zu Lestrade nach... Ach so, jetzt kann ich hier die Tabulator-Taste abgeschlossen. Suchen Sie einen Anzug. Ja, sehen Sie sich den Tatort an. Das werde ich gleich tun. Jetzt möchte ich hier erstmal... Ich muss doch hier ein bisschen... Guck mal... Ich mag das, guck mal, siehst du das, wie das Licht da oben durch den Baum fällt, ne? Und dadurch, dass die Blätter sich bewegen, flackert auch das Licht. Ist sowas nicht ganz großartig? Hallo. Mr. Holmes? Ja, hallo, ist das alles? Mr. Holmes? Das ist ja nicht viel, was Sie zu sagen haben. Gut, was habe ich hier? Das sieht aus wie Rotkohl. Was sind das denn für Pflanzen? Keine Ahnung. Das sind Kürbisse. Den Garten untersuchen. It seems that the garden was well maintained. Yes. Oh, was habe ich denn da jetzt? Guck mal. Erfragen. Der Garten sieht sehr gepflegt aus. Hier muss ein fähiger Gärtner arbeiten. Aha. Aha, aha. Mhm. Kann ich da reintapsen in den Garten? Ja, aber nicht richtig, ne? Na, ich gehe hier noch weiter. Das sind auch noch irgendwas. Also dafür, dass Herbst ist, sind hier noch ziemlich viele junge Pflanzen. Ich bin sehr überrascht. Na, was ist denn dahinter? Was ist hier? Nichts weiter. Ah, was sind das hier? Mücken? Ja, oder irgendwelche Viecher in dem Baum auf jeden Fall. Na, das ist ja nicht so schön. Ich gehe mal weiter. Kann ich da reingucken? Nee. Ich gehe jetzt da drüben noch, weißt du, bevor ich zu ihm hingehe, gucke ich mal hier noch, was haben die denn gefunden? Vielleicht können die mir ja ein bisschen was sagen. Oh, was ist Tee? Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die anderen Personen entgehen könnten.
Boden am Steinweg. Ach, und das, da kann ich dann T drücken und dann sehe ich halt diese Fußspuren beispielsweise. Schuhabdrücke. Untersuchen. Das ist ja cool gemacht, ey. These footprints appear to be quite large. Ja, da hatte wohl jemand große Schuhe an. Mhm, mhm, mhm. Gegenstand benötigt. Wahrscheinlich möchte ich einen Gipsabdruck nehmen oder so. Kann ich hier mit dem reden, ne? Hallo? Nee, schade. Ich guck mal weiter. Das Kürbisse und Kohl. Ein Boot. Den Garten. Ja, das ist... It seems that the garden was well maintained. Yes, it is. So, dann, schönen guten Tag. Mr. Holmes? Yes. Das bin ich. Ja, hier kann ich wohl nicht rein, oder? Nein. Auch nicht einfach durchlaufen, wie bei Alan Wake. Gut, dann. Gehe ich mal hier lang und dann gehe ich mal hoch. Kann ich T überall drücken? Ja, das ist ja cool. Und wenn ich T nochmal drücke, dann ist es weg. Ja, ich verstehe. Der sagt wahrscheinlich auch nur Mr. Holmes. Mr. Holmes? Gut, dann gehe ich mal hier rüber. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Irgendetwas un... Ah, jetzt kann ich eine Sprachoption aussehen. Was Ungewöhnliches, wann wurde die Leiche... Gibt es einen Gärtner? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. There is a lot of work, but my husband took care of it himself. Aha. Wann wurde denn die Leiche gefunden? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh, dear. Hatte er Besucher? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Ja, hat er denn viel getrunken? Ich frage mal den Abend des Mordes nochmal. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Das ist wirklich auch ganz toll, dass man da jetzt, also man hat schon das Gefühl, also wie Holmes den Blick auf die, weißt du, nicht so gerade vor, sondern so ein bisschen, weil er größer ist, auf sie hinabzuschauen und so, das finde ich schon ganz cool. Was kann ich jetzt denn? Ah, kann ich jetzt was hier untersuchen? Was ist ein A? Nistkasten. Ah, jetzt muss ich die Sachen hier finden, oder wie? Das ist ja cool. Ah, das gefällt mir ja. Okay. D ist vorwärts. Aha. Was soll denn hier noch sein? Gartenhandschuh habe ich schon. Aber da sind noch... Ah, es geht noch weiter. Ich sehe schon, ja. Hm.
Ach so, ich kann so einmal im Kreis sozusagen. Jetzt muss ich... Eine Sache fehlt noch, gell? Eins steht da, ist da noch. Das Buch doch hier. Charakteranalyse. Wie cool. Ach, das ist ja richtig geil, ey. Das ist ja cool. Es wird alles einfacher werden. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ach, was muss ich denn machen? Wählen Sie den Beweis aus, der Aussage Ihres Gesprächs widerspricht um die Ermittlung. Beweise durchsuchen. Jetzt muss ich mal gucken. Also, da muss man sich ja erst... Judith Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Sie ist eine religiöse katholische Frau, die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg unternommen hat. Im feuchten Gartenboden von Woodman's Lee habe ich nicht identifizierte Schuhabdrücke gefunden. Sie stammen womöglich vom Täter. Vielleicht finde ich ein paar passende Stiefel und der Garten ist. Ja, dann mache ich, warte mal. Wie konnten Sie über Plymouth Bescheid wissen, gepflegt? Pilgerfahrt nehme ich. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Ganz, ganz toll gemacht. Etwas, woran man sich, wenn man ein Spiel neu anfängt, immer erst gewöhnen muss ein bisschen, aber finde ich ganz großartig. Kann ich nochmal mit ihr reden jetzt? Who could do such a thing? My poor husband. Yes, das ist wirklich wahr. Gut, dann gucke ich mal. Da sind zwei Schnapsgläser und eine Karaffe. So, kann ich hier jetzt... ach so, der ist in der Hütte, ne? Kann ich hier jetzt auch... Guck mal, ja. Das funktioniert wie im Vorgänger auch mit dem schneller Laufen. So. So, da bin ich, Inspektor. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Gut, dann gehe ich reingucken. Dann mal schauen, was sich dort noch finden lässt. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Aber warum? Let me see. Wer macht denn sowas? Das waren die Fußabdrücke bestimmt. Ah, warte, ja genau. Ich habe ja hier mein cooles... Das Türschloss vielleicht. These scratches are fresh. Gut. Dann hat da jemand was dran rumgezündelt, ja. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Perhaps. Who knows? So, dann hoffentlich ist die Leiche jetzt noch da. Ja, das war doch klar. Ach doch, da ist er ja noch. Oh, das sieht ja schlimm aus. What a terrible way to die. Oh mein Gott. So, ich gucke jetzt erstmal, bevor ich mir die Leiche genauer angucke, untersuche ich erstmal, was hier ist. So, ein Regal. Pottwarnzähne. The tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Maybe.
Verdächtig leere Stelle. Umriss im Staub. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Ja, aber da kann man ja fragen, ne? Also das wird die Frau ja vielleicht wissen. Da ist noch eine Karte. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. Ach so, ja, ich verstehe. Mhm. Gut. Was hat er hier denn noch? Da ist eine Holztruhe. Was hat er denn da drin in seiner Truhe? Sind das die Stiefel, die zu den Schuhabdrüssen? They look to be a size 8. Ja gut, es wird wahrscheinlich aber ja eine durchschnittliche Größe sein, oder? Navigationsinstrumente. Nothing interesting. Ah, Harpoons for hunting whales. Aber da fehlt, ach so, ja, die eine hat er, ne? Mhm. In seinem Körper. Logbücher. Hmm. The ship's logs of the sea unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Und mal da oben an der Lampe, die Mücken. Die Mücken. Ach, das ist das Namensschild vom Schiff, ja. She was the ship that Peter Carey commanded. Jetzt gucke ich noch auf den Tisch und dann werde ich mir die Leiche angucken. Ne? Someone drank from this glass recently. Ja, und aus dem auch. Dann hat er nämlich Someone Besuch gehabt. Drank from this glass recently. Was ist das hier für ein Mäppler? Ach, Tabakbeutel. Drehen Sie den Gegenstand in eine beliebige Richtung, um ihn sorgfältig zu untersuchen und dabei neue Details zu entdecken. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Das sieht aus wie Kuhfell oder so, ne? Vielleicht. Hmm. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Drehen und bewegen Sie die Elemente, um ein klares Bild über Ihre Assoziationen zu diesem Aroma zu erhalten. Ah, das kann man so... Ah, warte. Das soll dann bestimmt hier... Das ergibt wahrscheinlich dann ein fertiges Bild. Verstehst? Wenn man das hier... fertig gedreht hat. Das, also da ist schon mal eine Pfeife. Guck mal. Das wird doch hier ein Boot, oder? Also das da unten. So. Oder ist das eine Boje? Oder? Hm, das gehört so zusammen. Oder nicht? Also würde ich sagen... Nicht so leicht. Warte mal, gucken, ob das von der anderen Seite vielleicht geht. Guck mal, das sieht nämlich aus wie ein Schiff. Ja, so ist es ja vollkommen verkehrt rum. Ah, nein, das will ich schon selber hinbekommen. Die Idee finde ich ganz cool. So was Ähnliches gab es bei Alice im Wunderland, was ich gespielt habe, mit so Perspektiven rumzuspielen. Pfeife bewegen. Ach, guck mal, die Pfeife kann ich hier... Aha, warum kann ich die nochmal einzeln bewegen? Warum? Das macht... Ach so, das ist... Ah. Guck mal an. So. Das ist aber auch wieder etwas tatsächlich, was Tabakblatt bewegen. Okay. Das ist wieder etwas, was leider, ich muss das leider sagen, ne, nicht gut erklärt wird vom Spielhersteller. Mensch, ist das denn immer so schwierig? So, guck mal, da. Und das kann ich ja bewegen. So, und das kann ich ja auch bewegen.
Ja, es sieht schon jetzt schiffähnlicher aus, ne? Wenn man das so ein bisschen so vielleicht. Kann ich die Pfeife? Nein, die kann ich nicht weiter nach links. Kann ich nur hoch oder runter. Das heißt, das ganze Schiff muss eher so. So, und dann vielleicht, warte mal, das ein Stück hier rüber. Das ein Stückchen so vielleicht. Alles klar, und jetzt das noch. Ha. Yes, this is a coarse tobacco. Quite strong and very popular among sailors. Aber großartig gemacht. Ich mag sowas, das finde ich schön. Ich würde mir manchmal einfach eine Erklärung wünschen. So. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Das vergessen die ja nicht nur, das ist ja jetzt nicht nur hier in diesem Spiel, das gibt's ja in mehreren Spielen, dass das einfach, dass so Erklärungen vergessen werden. Was liegt denn da unten? Ich guck mal die Blutlache genauer an. Das ist ein Notizbuch oder so. Okay. J.H.N. are probably the initials of the owner of this notebook. Ja, wahrscheinlich sogar, oder? Also, Blut. Hm. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? Ja, das. Oh, was kann ich denn mit B machen? Also, wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen. Steht das da nochmal? Ach ja, entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an, dass die jeweiligen Hinweise nicht zusammenpassen. Einbruchsversuche. Den Kratzern am Schloss von Carys Hütte nachzuurteilen, hat man mehrfach versucht, die Tür aufzubrechen. Aha, jetzt muss ich erstmal, ich weiß noch nicht so genau, was ich hier jetzt machen muss. Ich lese jetzt erstmal durch. Notizbuch. Ein Notizbuch mit den Initialen J.H.N. auf dem Deckel. Es befinden sich auch Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache gefallen ist. Einbruchsversuch. Die Kratzern, ja. Kein Gärtner. Judith hat ausgesagt, dass ihr Mann sich selbst um den Garten gekümmert. Das klingt allerdings nicht sehr glaubwürdig. Womöglich verheimlicht sie etwas. Pass mal auf, vielleicht ist das hier. Warte mal, nee, das hier. Ach, die gehören nicht zusammen. Die auch nicht. Dann kann ich das ja wieder lösen. Dann kann ich das hier wieder. Ach so, Auswahl. Ja, pass auf. Dann mache ich. Einbruchsversuche. Notizbuch. Ha. Das sind meine Synapsen hier, ne? Bestimmt. Das ist echt geil. Kann ich hier nochmal lesen? Ich konnte. Mann. Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ihr Bild des Tathergangs ändern, indem sie sich zwischen den widersprechenden Herleitungen entscheiden. Jetzt guck, lass mich mal hier erstmal gucken. Auf die Lauer legen. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Na gut. Ha, huh. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Ja, ich suche jetzt aber erstmal. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich will mich jetzt noch nicht verstecken. Da sind. Ah, die Klinge kann ich untersuchen. This blood is from the pool underneath the dead body. Ja, ich hätte gedacht, vielleicht sind da. Ja, Initialen oder so, weißt du? Plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Nee, das kann man wohl so sagen. Durchbohrte Brust. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Ja, na ja, so als Seemann. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise,
It is possible that he knew his murderer. Also ich bin sogar fest überzeugt, weil da zwei Gläser sind auf dem Peter Carey was impaled to Tisch. The wall by a whaling harpoon. Gut, kann ich die Bilder da angucken? Nee, schade. Alles klar, ich drück jetzt Tab und gucke mal. Was habe ich denn jetzt alles? Erfragen. Ein Tabakbeutel aus Robben... Ach, Robbenleder ist das. Oh nein. Der auf dem Tisch in Peter Careys Hütte lag. Die Initialen PC wurden grob eingebrannt. Das Werk eines Seemannes. Verwenden. Peter Careys Stiefel, sie scheinen Schuhgröße 8 zu sein. Erfragen. Der Umriss im Staub von einem... Ach so, ja, man kann fragen, was. Das ist natürlich auch ganz cool gemacht, dass hier so steht, das hier musst du erfragen, das hier musst du verwenden, das hier kannst du erfragen. So, suchen Sie sich ein Versteck. Der geheimnisvolle Einbrecher könnte heute versuchen zu beenden, was er vergangene Nacht begonnen hat. Ja, gut. Und was habe ich hier noch? Charakterporträts. Judith stammt vom Land. Irgendwo aus der Nähe der alten Kiefernwälder von Avernus and Strathspey in Schottland, wo Haubenmeisen zu finden sind. Sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise zu dem Jakobsweg zur Cathedral von Santiago de Compostela unternommen. Warum muss ich noch... Jetzt habe ich noch was in meiner Tasche. Achso, das habe ich... Ja, darum muss ich mich jetzt kümmern, ne? Pass auf, ich probiere jetzt erstmal die Stiefel aus, ob ich die hier... Schuhabdrücke untersuchen. Nach unten bewegen. These boots don't match the footprints. Nee, die sind zu klein. Gut, jetzt erfrage ich die beiden Sachen noch. Da rede ich mal mit seiner Frau. Also zu dem Robbenbeutel da und... Hallo. Mal gucken, was sie jetzt wohl zu sagen hat. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Mm-hmm. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Na, dann ist das das, was gestohlen Thank worden you, madam. Ist. Denke ich. So, jetzt soll ich noch ein Versteck finden, ne? Gut, dann schaue ich mal. Oh, was ist denn hier? Nichts weiter, nee. Kann ich hier mich hinter den Kisten hier vielleicht? Wäre doch gar nicht so schlecht. Oder hinter den Bäumen, oder? Nee. Ein Versteck finden. Ich guck mal, da hinter der Hütte wäre ja auch... Oder hier, guck mal, da ist so eine Kiste. Nee. Da geht's anscheinend nicht. Oder soll ich mich hier drinne verstecken? Hier in der Kiste vielleicht. Nee. Ich glaube, hinter der Hütte ist ganz cool. Dann kann ich reingucken und bin aber nicht in Gefahr, unbedingt gesehen zu werden. Ich gehe mal hinter die Hütte. Ich würde mich ja hier irgendwo verstecken eigentlich. Hier so am Fenster. Guck mal, hier kann man da was sehen. Nein, ich will ja... Oh, fortfahren hier. Ich wollte ja die Taste drücken. Suchen Sie sich ein Versteck, der geheimnisvolle... Ah ja. Mhm. Hier anscheinend nicht. Schade. Also ich glaube, eigentlich wäre das hier ein ganz cooles Versteck. Weil da kann man reingucken. Der wollte ja in die Hütte. Das heißt, der wird ja wohl in die Hütte gehen, der Einbrecher. Oder wer auch immer das gewesen ist. Ich glaube, das wäre eigentlich gut gewesen. Dahin zu gehen. Mal gucken. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me.
It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Habe ich ja gesagt, ans Fenster. Holmes und ich hatten die gleiche Idee. Okay, here we are. Ich gehe da nochmal hin. Vielleicht kann ich jetzt da ja irgendwie interagieren. Ich glaube, das ist nämlich wirklich das beste Versteck. Ha, Versteck. This looks like the perfect hiding place. Sehr cool. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel richtig, richtig gut, muss ich ja sagen. Ganz, ganz großartig. Weiter geht's. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Hoffe ich. Hold it right there. Na dann. Der sah aber noch sehr jung aus, oder? Das war doch noch ein junger Bengel hier. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Aha. Was will ich den denn fragen? Was macht er denn da? Und was ist das für ein Notizbuch? Ah ja. Kann ich da jetzt durch oder muss ich erst nach Hause? Also so zum Schlafen oder so. Ich weiß ja nicht. Auf geht's. Okay, die persönlichen Gegenstände soll ich untersuchen. Ich guck mal erstmal, was ist denn hier? Schönen guten Tag. Hallo. Mr. Holmes? $100 Belohnung. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Danke. Thank you. Ja, die Sachen möchte ich auch erst angucken, weil vielleicht möchte ich danach irgendwas noch fragen, ne? Nachdem ich die Sachen gesehen habe. Mr. Holmes? Also da ist die Asservatenkammer ja wahrscheinlich nicht. Was ist hier? Ach, das sieht aus wie so ein Untersuchungsraum oder so. Ja, für die Leichen zum Untersuchen. Ich verstehe schon.
Das wird ja nicht die Asservatenkammer sein. Gut, dann kann ich hier ja wieder rausgehen. Hier bin ich ja nicht richtig. Locked. Locked. Wie kann das denn sein? Inspektor Lestrade. Na, ich gucke jetzt mal, was hier steht. Doch mal hier. Mal gucken. So, dann ist das hier. Da. Was gibt's denn da? Suspect's belongings. Warum hat er da einen Ring? From R. Dawson to my friend and partner. And partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Ja, da kann ich dann ja schauen. Gut. Das Taschenmesser. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Ja, die Klinge ist auch schon so angerauselt. With the initials J.H.N. Na, das muss ja aber einer sein, dem muss es ja finanziell gut gehen, ne? Sonst hätte der ja nicht ein Taschentuch und einen Block und so mit Initialen, weißt? Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something. But what? Das weiß ich noch nicht. Das kann ich ja aber vielleicht fragen, wenn ich mit ihm rede. Gut, was ist denn hier noch? Nichts weiter. Gut, dann würde ich sagen, spreche ich mal mit ihm. Und guck mal, vielleicht erklärt er mir ja, was diese Abkürzungen zu bedeuten haben. Mach doch mal die Tür zu. Macht er die nicht zu? Ich frag mal zum Notizbuch als erstes. Does this notebook belong to you? Yes. Where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Ich mach erstmal so eine Charakteranalyse, oder? Dann kann man besser fragen und so. Eine schäbige Mütze. Das ist so cool gemacht, weißt du, so. Das gefällt mir echt, ey. Sehr cool. Ein dünner Hals. Aha, was mir so alles auffällt. Na, da war doch noch irgendwo was da. Ah, aber teurer Stoff. Oh, guck mal, was hat der denn da in den Händen? Hornhaut. Der arbeitet wohl sehr hart. Die Ärmel sind ein bisschen zu kurz. Was war hier? War doch gerade irgendwas, oder? Narben auch noch. Na. Ach, das sind. Ist der da festgekettet? Na, gute Nacht. Irgendwas fehlt noch hier, ne? Guck mal. Aber was? Ich werde es herausfinden. Das war hier irgendwo. Da. Feine Knöpfe. Aha. Ich frag mal zum Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Warum muss ich da Q drücken? Das verstehe ich auch nicht. Er hat schon immer mir gehört. Ring mit Gravur, Jacke des Vaters, scharfes Messer, Profil des Opfers, Tabakbeutel. Er hat schon immer mir gehört. Ring mit Gravur. Jacke des Vaters. Wieso eine Jacke des Vaters? Ich guck mal, die Beweise durchsuche ich jetzt. Ach so, hier habe ich das
Erfragen und im Archiv. Ein schwer goldener Ring mit der Gravur. Und das ist Erfragen. Ein scharfes Messer wurde gefunden. Scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Welche Rolle spielt er in diesem Fall? Ist ungefähr 19 Jahre alt, er wuchs wohl in wohlhabenden Verhältnissen auf, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren verfielen er und seine Familie in Armut. Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit dem Putzen von Fischen. Obwohl er recht lange solch körperliche Arbeiten verrichten musste, ist John weiterhin ziemlich schwach gebaut. Profil des Opfers? Mach mal Ring mit Gravur. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Wem gehört also der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Jacke des Vaters. Mal gucken. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Ja, so bin ich. Matrosenmesser. The sea knife was found near Carrie's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. So, jetzt muss ich wieder Sachen miteinander verknüpfen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also, fehlende Blechkiste. Pass auf, Einbruchsversuche und... Was ist das hier denn? Notizbuch holen. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Ja, könnte, aber muss ja nicht, ne? Aufgespießt an der Wand... Fehlende Blechkiste. Einbruchsversuche. Nee, das geht wohl nicht anscheinend. Fehlende Blechkiste. Schnell gehandelt. Hat zwar sein Messer... Er hatte keine Zeit dazu, denn der Mörder... Nee, das hängt, passt nicht zusammen. Aufgespießt an der Wand und schnell gehandelt. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an der Wand aufspießt. Ich glaube nicht, aber... I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Ja, einen Harpunenwurf soll ich vorbereiten. Ach du guter Gott. Kann ich hier nochmal mit dem reden? What am I doing here? I've done nothing wrong. Ja, das weiß man nicht so genau. Das werde ich ja herausfinden. Gut, ich denke, ich muss dann ja langsam nach Hause, oder? Ja, vermutlich. Dann kann ich mit Watson das vorbereiten und ich kann in meinem Archiv nach dem Namen gucken, den ich ja eventuell schon mal gehört haben könnte. Auf geht's, nach Hause. Hey!
Herleitung öffnen. Ach, das kann ich hier auch. Aber das ist aber auch so cool gemacht, oder? Der macht nicht jedes Mal das Gleiche, sondern jetzt hat er da sein Notizbuch in der Hand und raucht nicht, sondern... Also, das ist ganz, ganz cool. Experiment durchführen, Notizbuch holen. Ja, das vermute ich jedenfalls. Ich habe ja hier noch mehr. Peter Carey raucht nicht. Aber möglicherweise hat er den Tabakbeutel behalten. Seine Frau hat den Beutel zuvor noch nie gesehen, aber sie durfte die Hütte auch nicht betreten. Aber sie wusste von der Blechkiste, ne? Das ist ja auch merkwürdig. Warte mal, die fehlende Blechkiste. Na, dann bleibt nur noch... Ah, da kann ich noch nichts mit... Ach so, es ist noch nicht alles... Noch nicht alles, brauchbar, sozusagen. Mhm. Ja. Ja, dann habe ich alles, oder? Ja. Und da kann ich ja eh nichts. Aha. Mein Notizbuch kann ich mal noch öffnen? Ich will hier mal gucken. Also, untersuchen Sie den Mord, da bin ich dabei. John Nelligan scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Welche Rolle spielt er? Dr. Watson wird Ihnen allzu gerne bei den Vorbereitungen zu einem Harpunen-Experiment zur Hand gehen. Ja, wahrscheinlich. Da wird er sich sehr freuen. Ich bin ganz, ganz guter Dinge. Und dass Watson das total toll findet. Auf geht's. Ich bin sehr gespannt, was der sagt. Der sagt, ich habe eine Marmel, ey. So, guck mal, ich habe hier eine Karte. Kann ich die angucken? A map of London and the surrounding area. It could be useful. Ja, wahrscheinlich. Eine Karte kann ist nie schlecht. Schachspiel. Ich wollte in den Archiven gucken. Ach ja, siehste, da kann ich jetzt... Ah, und jetzt hier mit dem Mausrad kann ich durchsuchen. Ich verstehe. Also... Da, das wäre interessant. R. Dawson. Weil Dawson und Nelligan pleite... Dawson und Nelligan, Investmentfonds pleite, Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Here it is. Now I begin to understand that young man's story. But I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Ah, ja, das ist jetzt ein Dokument. Mhm. Alles klar, jetzt werde ich Watson. Da bist du ja. Hallo, Watson. Oh, guck mal, das ist der Hund. Oh, Toby. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Den konnte man spielen in dem anderen Sherlock Holmes Spiel, den Toby. Das fand ich total toll, da habe ich mich voll gefreut. Hi Watson. A spot of wailing, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ich glaube ein Schwein, oder? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig.
And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ja, sag ich ja, Schweine sind es, ne? Das wusste ich. Das hätte ich auch gewusst ohne Watson. So. Also, was habe ich denn? Dr. Watson wird ihn also gerne bla. Harpunenwurf. Dr. Watson hat beim Whitechapel-Metzger alles für den Harpunenwurf-Experiment vorbereitet. Lediglich die Harpune fehlt. Gut, die hole ich ab. Ist ja kein Problem. Da brauche ich jetzt auch nichts öffnen. Ich habe ja keine neuen Informationen irgendwie, ne? Da brauche ich jetzt nichts aufmachen. Das passt schon. Whitechapel war ich jetzt ja auch noch gar nicht, siehst du. Ist auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Ne? Zack. Hoffentlich hat da keiner was dagegen, wenn ich mir jetzt hier eine Harpune rausnehme. Aber das dürfte ja nicht das große Problem sein. Ach, das ist eine Baumwurzel da hinten. Ne? Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Gut. Na, immerhin haben sie die Leiche jetzt verbrannt. That should do it. Now I am ready for the experiment. I am ready. Ach so, ach und ihn fragen soll ich auch noch. Guck mal. Was ist das? Harpune, ja. Pass mal auf, kann ich das jetzt aber... Kann ich das jetzt hier machen? Nochmal zu Scotland Yard? Ja, da geht er sogar hin. Guck mal. Das ist ja cool, dass ich das nicht so linear jetzt machen muss. Ja, also dass ich jetzt nicht als nächstes da unbedingt hingehen muss, sondern dass ich auch sagen kann, ich gehe jetzt erst zu Scotland Yard und befrag den nochmal. Das erscheint mir auch realistischer. In der Zeit hat Watson dann auch das Schwein hergerichtet schon. Weißt du, was dann aufgespießt werden kann. Obwohl das natürlich ein bisschen komisch ist, dass ich als Sherlock Holmes mit einer Harpune durchs Haus renne. Aber naja, macht ja nichts. Ne? Kann man ja machen. Ach, guck mal, hier sind jetzt andere Leute. Ist ja irre. Ja, ist ja sehr cool gemacht. Sowas gefällt mir. Das sind immer so Kleinigkeiten, die mir da einfach sehr gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag sowas immer sehr. Hoffentlich ist der noch im Verhörungsraum. Ja. Darf ich dich noch mal was fragen, junger Mann? I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Good. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Ja, die Logbücher soll ich untersuchen, aber ich gehe jetzt erstmal mit der Harpune zu Watson. Und schau mal, ich glaube nicht, dass der... Hierhin? Ich glaube nicht, dass der Bengel die Harpune hat werfen können. Also der wird auch nicht der Mörder sein. Das ist ja doch eher unwahrscheinlich. Hast du gesehen? Die Harpune war da. Hast du das gesehen? Du musst gleich mal drauf achten, wenn ich hier wieder rausgehe aus dem Bild. Finden wir... Gut, da gibt's nichts Neues. So, jetzt pass auf. Da. Ist die Harpune neben mir? Ist das nicht eigentlich eine ganz coole Sache, muss ich sagen? Gut. Hallo, Watson. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test.
Ja, okay. Und das war nicht ganz. Try to aim better and throw as hard as you can. Ja, das war nicht so schlecht. Das war doch gut. Ach, komm schon. Das war super. Ach, das war vollkommen daneben. Oh Gott. Komm schon, das reicht doch. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ich finde es immer so gemein, weißt du, Watson muss immer alles bezahlen. Das ist echt mies, ey. Kann ich hier noch was anschauen? Nee, anscheinend nicht. Also ich weiß noch, ich würde bei dem Metzger nicht unbedingt was holen zu essen. Ne? Das sieht hier echt alles etwas unappetitlich aus, muss ich ja leider wirklich sagen. Also, ach, die Logbücher sollte ich noch gucken. Die Logbücher. Also hierhin. Dann werde ich mir da die Logbücher jetzt noch anschauen. Und dann mal gucken, ob da irgendwas steht, wann er da den Vater von dem Jungen getroffen hat. Der ist bestimmt in London wieder. Aber wenn der das wäre vielleicht ein bisschen leicht, oder? Und vor allen Dingen, was hat der für ein Motiv? Also, na gut. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Okay, Peter Carey, Kapitän. Charles Allison, erster Mat. Henry Joe, zweiter Mat. James Lancaster, Steuermann. Patrick Cairns oder Cairns Harpunier, Pablo Coventrao Harpunier, Ned Land Harpunier, Joseph Walker Stewart, John York Smutje, Richard Leng Matrose, Simon Weeks Matrose, Isaac Page Matrose, Will Wright Matrose, Benjamin Tinsley Matrose, Matthew Granger Matrose, Rolf Talbert Matrose, Seth Fowler Matrose, Roger Fowler Matrose. Die sind bestimmt Geschwister. Thomas Lawrence Matrose, Hugh Pattins Matrose und Henry Shepard. Irgendwie Shepard heißt auch immer jemand, Log oder? Notes for June. Nothing unusual. Donnerstag, 8. Juni. Leichte Brise den Tag über. Walflosse gesichtet im Südosten. Nachts zwei weitere Schiffe gesichtet. 76 Grad und 20 Nord und 20 Grad, 45 Ost. Mittwoch, 14. Juni. Mittelstarker Wind aus Osten. Heute keine Wale gesichtet. Montag, 15. Juni. Leicht drehender Wind den Tag über. Anderes Walfangschiff weit im Norden gesichtet. Samstag, 24. Juni. Starker Wind aus Süden. Werden nach Norden segeln. Vor einem Jahr gab es viele Wale dort. Log Notes für July. Nothing special. Leichter Wind aus Norden bis Nord-Nordost, zwei Wale im Nordosten gesichtet. Ganzen Tag starker Wind aus Norden, in der Nacht stürmischer Wind aus Nordosten. 18. Juli, starke Brise aus Südosten, York ist krank, zusammen mit Allison und Joy Walflosse im Osten gesichtet. Sonntag, den 24. Juli, mittelstarker Wind aus Osten, heute keine Wale gesichtet. Log notes for August. These pages have been... Ja, das wird ja einen Grund haben. Dienstag, den 2. August. Recht stürmischer Wind. Den Tag und die Nacht über.
Samstag, 6. August, böiger Wind aus Nordosten. Steuermann befürchtet Sturm. Ob der vielleicht den irgendwie erpresst hat, weißt du, der Peter, der schwarze Peter, ob der den Typen erpresst hat und gesagt hat, wenn du nicht mich auszahlst oder irgendwas für mich tust oder keine Ahnung, dann verpetze ich, wo du bist oder so. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Ja, das sollte doch möglich sein, oder? Gut. Besatzung finden. Jetzt gucke ich erstmal. Logbuch für das war. Darin ist auch die Liste der Besatzung zu finden. Ein Stück eines Wertpapiers der Canadian Pacific Railway. Es wurde im Logbuch gefunden, wo allerdings Seiten herausgerissen wurden. Wiggins könnte bei der Suche nach der Besatzung der Sea Unicorn helfen. Er müsste irgendwo in der Baker Street sein. Gut, ach so, warte, das kann ich ja von hier aus machen. Dann auf zur Baker Street. Mal gucken. Aber da kann ich ja nicht wahrscheinlich. Da wird nichts Neues drin sein, ne? Nötige Kraft. Doch, guck mal hier. Nötige Kraft. Ein Experiment hat gezeigt, dass man außerordentlich kräftig und oder extrem trainiert sein muss, um die Harpune so zu werfen, wie der Täter es beim Schwarzen Peter gemacht hat. Die Kratzer. Ach so, nee, ich wollte eigentlich, ich habe gedacht, vielleicht dann. Nötige Kraft. So. Also, große Kraft. Es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an die Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. Zwei Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit der Harpune an der Wand aufzuspießen. Ich nehme hier große Kraft. Und da könnte ich dann notfalls auch so machen, ne? Nee, ich bin aber... Nee, große Kraft ist schon gut. Na, also ich denke, dass da, also Glück ist... Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nun wirklich nicht. Nee, also so viel Glück kannst du eigentlich nicht haben. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbor. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ach, die Kinder wieder, ne? Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Das ist so geil mit Ding. Das finde ich so cool. Hi Toby, ich musste mal ans Fenster. Ach, die steht da immer noch. Ach Gott. Ich habe gedacht, vielleicht sehe ich da eins von den Kindern auch, weißt? Da, Wiggins rufen. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer.
Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sehr nett, ja. Das ist ja sehr schön. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. As soon as possible? Wieso, was denn passiert? I'll be there shortly. Was ist denn passiert? Warum soll ich denn da sein? Ach. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf den Weg. Nach Scotland Yard. Was wollen die denn schon wieder von mir? Da kann ja jetzt nichts Neues sein. Na, nein, das ist nichts Neues. Gut. Das ist auch nichts Neues. Ach, das sind die, ja, die Dialoge. Das muss ich immer noch rausfinden, ne? Also, was ich genau damit mache. Mal schauen. Man wird sehen. Wo ist er denn? Ach, der wird in seinem Büro sein. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Wer ist denn Liam Hurtley? Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Breathtaking. Yes, it's really breathtaking. But I don't think so. So, dann guck ich mal, was in dem Brief drinne steht. Ach, die Schuhe könnte man gucken. Ob das zu den Stiefeln passt. Genau. Oh, die sind größer. Das könnte passen tatsächlich. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Ah, das kann ich dann bestimmt zu Hause machen. Again, nothing unusual about it. Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt den Brief checken und die Stiefel, oder? Also, oder muss ich das jetzt nicht? Doch, bestimmt. Ja, die soll ich prüfen und das soll ich prüfen. Alles klar. Dann gehe ich jetzt erstmal die Stiefel gucken, ob die dahin passen. Aber nur weil da die Stiefelabdrücke passen, heißt das natürlich auch nicht, dass er der Mörder ist, ne? Also er kann ja auch einfach nur da gewesen sein. Der ist da rumgeschlichen. Was soll denn das überhaupt heißen? Nichts Neues da, ne? Ich kann hier auch nichts. Nee, da ist nichts weiter, oder? Das würde ich ja sehen. Gut. Nicht, dass ich da was verpasse. Das wäre natürlich ärgerlich. Dann gucke ich mal. Aber ich würde fast vermuten, dass die Stiefel passen. Guck mal, die sitzt auch Tag und Nacht da draußen, ne? Naja, gut. Ist ja auch ein schöner Garten. So, und dann mal nach unten bewegen. Der passt genau, ja. Okay, ich befürchtete sowas schon. Aha, aha, aha. So, so. Pass mal auf. Und. Also, was habe ich denn da jetzt rausgefunden? Ungeklärte Anwesenheit. Liam Hurtleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carroll behauptet, es gäbe keinen Gärtner. Ja, vielleicht sollte ich die mal fragen. Könnte man ja mal machen, oder? Vielleicht erzählt sie mir ja was. So. Gnädige Frau, was macht denn der Liam hier bei Ihnen? Who could do such a thing? My poor husband. Na, die erzählt mir nichts. Dann kann ich höchstens
bei der Polizei dann noch fragen. Warte mal, was habe ich denn hier jetzt noch? Verhören Sie auf der Polizeiwache den neuen Verdächtigen. Und das noch chemisch untersuchen. Das möchte ich auch machen, bevor ich ihn verhöre. Weil dann kann ich dazu vielleicht was fragen. Erfragen. Analysieren. Verwenden. Aber wo soll ich das verwenden? Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Wo das hingehört. Gut, ach so, nee, ich wollte hier meine Karte und dann mal in die Baker Street. Da habe ich ja so einen Analysetisch. Da werde ich den Brief wahrscheinlich analysieren können, vermute ich mal. Und weitere Herleitungen gibt es nicht, nein. Ja, ich bin gespannt, was ich da jetzt auf dem Brief dann finden werde. Na los. Kutscher, fahr er schneller. Mensch. Oh, es geht schon wieder. Da, so. Alles klar. Na, schmeckt der Tee, Watson? Steht was Interessantes in der Zeitung? Brief wiederherstellen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Ja. Also, blau benutzen. Ach so, jetzt habe ich noch mal eine blaue. Gelb brauche ich 2. Das heißt, ich muss jetzt noch eine grüne und eine farblose nehmen, oder wie? Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ja, dann probiere ich mal die grüne aus. Dann die zweite blaue, oder wie? Aber ich habe ja... Das verstehe ich nicht so ganz. Na, dann machen wir da rein. Ah, ich hätte vielleicht... Nein. Nein, zurück. Ich brauche jetzt Orange. Okay, und nochmal Orange. Aber ich habe dann eine übrig. Hä? Ja. Oh. Na hoppla. So sollte das wahrscheinlich nicht aussehen. Kolm. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. Also als erstes brauche ich ja blau. Kann ich den... I need to prepare a chemical. Ach so, nee. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich den... Kann ich dieses... Ich habe ja sowieso schon mal eine zu viel. Verstehst? Das ist ja... First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Ach, das ist hier gar nicht. Ja, pass mal auf. Nochmal. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Orange. So, dann ist das nämlich wahrscheinlich, das ist nur so ein Beispiel, weißt du, wahrscheinlich, weil das sind ja eh nur 6 und das sind ja aber 7, muss ich ja.
Eine farblose und eine gelbe bewahre ich dann mal noch auf. Na, hier kommen rein da. Noch eine blaue. Dann noch die grüne muss da rein. Oh, nee, war das falsch. Warum? Ist das nicht... Ich verstehe nicht so ganz... Hä? Ach, sowas macht mich doch immer schwach, ne? Ich sag's dir. Habe ich da... Ich höre mir das jetzt nochmal an. First condition. Also, alle sieben Chemikalien sollten verwendet werden. Second condition. Die orangene muss als dritte nach der blauen verwendet werden. After the blue reagent. Third condition. Die farblose muss direkt nach der orangenen. Wahrscheinlich, ja, pass auf, ich muss wahrscheinlich blau. Und nochmal blau. Jetzt, das ist, muss als drittes nach blau genommen werden, ne? Dann nehme ich jetzt grün. Das einmal. Ist das jetzt dann das dritte? Na, das hoffe ich ja mal. Gelb. Und die andere gelbe. Oder orange. Und dann die beiden durchsichtigen. Ja. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Aber ich, hä? Ich habe gedacht, pass auf, ich erkläre dir kurz, was ich gedacht habe. Was ich dachte. Ich dachte, dass ich, da ist ja irgendwie das Blau, alle sieben sollten wir, die Orangene muss als dritte nach der Blauen verwendet werden und danach die Durchsichtigen. Ja. Und ich dachte, da gelten dann alle. Jetzt kann natürlich sein, dass ich das, ich probiere das nochmal aus, bevor ich es überspringe. Einmal. So, und das muss als drittes. Jetzt kann natürlich sein, dass ich die dann nehme als zweites. Also es ist eins, dann die. Doch, dann habe ich ja, na, dann habe ich ja wieder dasselbe in grün. Nee, warte mal. Nee, 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 nee. Dann. Aber die. Muss die als drittes nach der blauen? Einmal. Zweimal. Na komm schon hier. Dreimal. So, und nach Gelb muss ja durchsichtig. No, something isn't right. Komm, dann überspringe ich das. Ja, bitte. I need to start the reaction from the beginning again. Ja, dann zeig mal. Schade, ich hätte mir gewünscht, dass das aufgeklärt wird. Du kannst es ja mal ruhig unten in die Kommentare schreiben, falls du das herausgefunden hast. Ich habe da dann jetzt, nee, ne? Ich habe keine Idee, wie das funktionieren soll, dann lasse ich das. Also, was steht denn in dem Brief? Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast. Aber ich bitte dich, überlege es dir. Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich. Aha. Da soll ich ihn wohl drauf ansprechen. Gut, und da weiß ich noch nicht, womit vergleichen. A new suspect. But this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Naja, mal schauen, ne? Ich würde aber sagen, ich verabschiede mich für heute und für diesen Teil und ich werde dann nächste Woche genau an dieser Stelle weiterspielen und mich ins Polizeirevier aufmachen und das Verhör einfach mal in Angriff nehmen. Ich danke dir jetzt sehr fürs Dabeisein, mich begleiten und würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder mit am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao!